Alles begann mit einem Knopf. Rudolf Wörl hat im Alter von 20 Jahren diese Firma gegründet. Und es ist gelungen. Man muss auch wissen, dass am ersten Tag seiner Eröffnung keine Mark Umsatz generiert wurde. Und da hat er sich überlegt, was mache ich denn jetzt? Ich will ja bestehen. Die Kunden haben auch zu der Zeit einen riesen Nachholbedarf gehabt. Ja. Die Frau hat einen Sonntagsmantel gebraucht. Ja. Das waren unsere großen Umsätze in den 50er Jahren. Bei uns steht Rudolf Wörl dran und es ist auch Wörl drin. Aus dem Knopf ist dann eine Marke geworden. Und so muss es bis heute sein. Da musst du hingehen.